Abend Viking und herzlich willkommen hier zu einer kleinen Folge Was wäre wenn? Heute kommt die Frage vom lieben Fabsi FTW. Er fragt, was wäre, wenn es keine Länder bzw. Politik bzw. Regierung geben würde? Und ich habe das Thema heute gewählt, weil ich die Politikverdrossenheit vieler Jugendlicher und auch später vieler Erwachsener ziemlich schade finde, weil es da keinen wirklichen Grund für gibt, meiner Meinung nach. Wenn ihr das anders seht, schreibt es in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall interessieren, warum ihr politikverdrossen seid oder warum auch nicht. Aber fangen wir an. Also, stellen wir uns vor, es gäbe keine Länder, also keine Grenzen, keine Nationalitäten. Das Prinzip lässt sich auch zusammenfassen unter No Borders, No Nations. Ist eine relativ linke Idee, also von der linken Seite der Politik. Ich kenne sie auch aus der Punk-Rock-Szene, also es gibt beispielsweise ein Lied von Anti-Flag, heißen die, No Borders, No Nations, sehr empfehlenswert, habe ich früher sehr oft gehört, sehr, sehr geile Band, sehr systemkritisch allerdings und eben Punk-Rock muss man mögen. Ja, und die Idee besagt, wenn wir keine Grenzen und keine Staaten haben, dann wird es zu mehr Frieden führen, dann wird es keine Kriege geben, dann haben wir einen Weltstaat mit Frieden, Wohlstand für alle, es wird keine Flüchtlingsprobleme geben, jeder kann reisen, wie er möchte, man kann dort wirtschaften, wo man will, dort arbeiten, wo man will, Freiheit über Grenzen hinaus, weltweite Toleranz, das ist die Idee, das ist das Ideal, was dadurch vertreten wird. Also wenn wir sagen, es gibt keine Länder, dann wäre die Idealform, dass alle sich verstehen, es eine Weltregierung sozusagen gibt, die über alles, über allem steht und für Frieden innerhalb des Landes, des Weltstaates auf unserer Erde hier sorgt. Aber warum funktioniert das nicht wirklich? Ich denke, das Ganze ist ein zeitlicher Aspekt, denn es gibt ganz schön große kulturelle Defizite. Das sieht man schon, wenn man sich die Streitigkeiten in der Griechenland-Krise anschaut, also zwischen der deutschen Mentalität und der griechischen Mentalität, wie das ja gern in den Medien dargestellt wird, dass der Grieche faul ist und der Deutsche arbeitsbewusst und pünktlich und alles ist. Das sind natürlich nur Stereotypen, aber es gibt diese kulturellen Defizite, kulturelle Unterschiede. Da müsst ihr einfach mal mit dem Auto nach Italien fahren oder ich sag jetzt mal nach Schweden. Ihr werdet eine andere Fahrkultur beispielsweise erleben. Und es gibt momentan noch diese kulturellen Defizite, die überwunden werden müssen, damit alle Kulturen dieser Erde in einem Staat friedlich zusammenleben können. Ich denke, das ist eine zeitlich aufwendige Entwicklung. Also wenn man sich beispielsweise anschaut, Steinzeit, da hat noch jeder für sich gelebt. Dann gab es die ersten Dörfer. Also mehrere Menschen versuchen sich auf ein gemeinsames Vorgehen zu einigen. Dann gibt es die ersten Städteverbünde, Länder. Also wenn man sich das Heilige Römische Reich anschaut, also das alte Deutschland sozusagen mit ganz vielen kleinen Fürstentümern und Staaten, dann war das ja ein Verbund ganz vieler kleiner Staaten, die dann den Kaiser hatten, eine gemeinsame Regierung sozusagen, aber auf den Staatsgebieten wurde immer noch alleine regiert und es gab da auch noch diese kulturellen Unterschiede, das heißt Kriege zwischen den einzelnen Staaten, beispielsweise aus Gründen der Religion, also der evangelische deutsche Norden gegen den katholischen Süden, im 30-jährigen Krieg beispielsweise war das so. Und dann gab es im 19. Jahrhundert ein Nationalisierungsprozess, also die ganzen kleinen deutschen Staaten haben sich als deutsch gefühlt und so ein gemeinsames Kulturbewusstsein entwickelt, also man ist jetzt kulturell nicht mehr Sachse oder Brandenburger oder Holsteiner, sondern kulturell gesehen Deutscher und kämpft dann auch für ein gemeinschaftliches Deutschland, das wir ja heute erreicht haben, auch nach einer Teilung in BRD und DDR. Und wenn wir uns das jetzt anschauen, dann denke ich, dass kulturelle Defizite über Zeit überwunden werden können. Wir haben ja momentan die EU, also ein gemeinschaftliches Europabewusstsein. Das ist ähnlich wie das,
wie der Deutsche Bund früher. Ganz viele Staaten, die sich einigen auf eine gemeinschaftliche Wirtschaftspolitik. Und die EU ist meiner Meinung nach ein erster Schritt in Richtung Europa als Nation sozusagen. Wie gesagt, es kriselt, Griechenland-Krise, dann gab es wirtschaftliche Probleme in Irland. Island ist jetzt nicht Teil der EU, aber Island hat auch Probleme, Spanien, Italien. Und da gibt es immer wieder Krisen, aber die gibt es auch innerhalb Deutschlands noch. Und trotzdem verstehen wir uns als Deutsche, beziehungsweise die Dänen verstehen sich als Dänen oder die Polen als Polen. Und da kann im Jetzt eine Art Entwicklung zu einem Europabewusstsein stattfinden und vielleicht für die Zukunft auch eine Art Weltbewusstsein. Also man kommt sich immer näher, dadurch, dass Grenzen durchlässiger werden und so weiter, könnte es meiner Meinung nach dazu kommen, dass vielleicht in 100, 200 Jahren wir mit der UN und mit weiteren internationalen weltumfassenden Gremien auch vielleicht bald eine Art Weltnation haben. Wenn man sich näher kommt und toleranter wird, dann ist das, denke ich, möglich. Und wenn sich auch die Politik gegenseitig annähert. So, wir kommen also zum Thema Politik, beziehungsweise ein kleines Fazit noch zum Thema Länder. Also ich denke, wenn es keine Länder geben würde, dann würde das zu politischem Chaos führen, zu Streitigkeiten zwischen den einzelnen Gruppierungen, den Parteien. Also es gibt ja unterschiedliche Interessensgruppen, das merkt man ja schon. Wenn beispielsweise ein Flughafen gebaut wird in irgendeiner Stadt, dann gibt es verschiedene Meinungsgruppen und auf globaler Ebene ist das, glaube ich, noch schwieriger zu koordinieren, eben weil es noch diese kulturellen Defizite gibt und diese Interessensverschiedenheiten. Und ich denke auch, dass es zu einem Zerbrechen von Wirtschaftsräumen führen könnte. Fehlende Grenzen führt natürlich auch dazu, dass Zölle nicht erhoben werden können und so weiter, um die nationalen Wirtschaften zu stärken. Wenn ihr eine Folge zum Thema Wirtschaft haben wollt, dann stellt einfach eine Was-wäre-wenn-Frage zum Thema Wirtschaft, dann erkläre ich da auch noch ein bisschen zu. Da habe ich auch relativ viel gearbeitet in der Schule und weiß da, also würde ich behaupten, ein bisschen, was ich auch gerne erklären wollen würde. Müsst ihr einfach eine Frage stellen. Allgemein, falls euch was interessiert, stellt ihr eine Frage. So, kommen wir aber zur Politik. Und da habe ich auch Regierungen drunter aufgefasst, also unter Politik. Die Regierungen sind ja ein Instrument der Politik, so wie die Oppositionen, so wie Demonstrationen, das Wahlrecht. Also Regierungen auch als Teil der Politik. Was wäre, wenn die Politik wegfallen würde? Politik wird ja von vielen Jugendlichen und auch Erwachsenen zu Unrecht ignoriert und verhasst, meiner Meinung nach. Und wieso ist das so? Das ist, weil man das Gefühl hat, Politik sei sehr intransparent, also man kann nicht einsehen, was politische Vorgänge sind. Man hat keine Ahnung, wie das Wahlsystem beispielsweise funktioniert und warum die CDU jetzt das und das machen kann und die SPD dann nichts gegen sagt beispielsweise oder was überhaupt eine Opposition ist und der Sinn einer Opposition und warum es so schädlich ist, dass die Opposition sehr, sehr klein ist gerade wegen der großen Koalition. Und das führt, glaube ich, zu Politikverdrossenheit. Das heißt, meiner Meinung nach würde Aufklärung von Jugendlichen über Politik dazu führen, dass auch mehr Jugendliche Lust auf Politik haben und auch mehr eingreifen wollen würden in Politik. Aber das ist dann Aufgabe der Schule und sozusagen dann auch Aufgabe der Länder, die ja die Schulpolitik leiten. So, aber kommen wir mal zum Sinn von der Politik. Wenn wir beispielsweise betrachten, wie nachhaltige Entwicklungen vonstatten gehen, dann haben wir drei Aspekte. Einmal die Umwelt, ökologische Aspekte, die Wirtschaft, ökonomische Aspekte und gesellschaftliche Aspekte. Das heißt, wenn wir die Welt nachhaltig entwickeln wollen, also so, dass auch unsere Kinder von der Welt profitieren und ein gutes Leben führen können, dann müssen wir sowohl auf unsere Umwelt achten, also dass die Flora, die Pflanzenwelt, die Tiere auf unserer Welt entsprechend gefördert werden, dass die Wirtschaft auch gefördert wird, damit die Güter gleichmäßig auf der Erde verteilt werden und
ja, es nicht zu Nöten kommt, keine Hungersnöte, keine technologischen Nöte auch. Und man muss natürlich auch darauf achten, dass gesellschaftliche Fairness herrscht. Das heißt, also ich war gestern in, im Film Straight Outta Compton, kann ich sehr, sehr empfehlen. Und da muss man sagen, da sieht man auch, was Polizeigewalt und Rassismus beinhalten kann. Und dass eben es wichtig ist, dass wir soziale Aufklärung leisten und Verständnis füreinander entwickeln, Minderheiten schützen, also ausländische Minderheiten, aber auch Behinderte. Dass es zu mehr Toleranz von Heterosexuellen und Homosexuellen und Bisexuellen und allgemein der Sexualität oder der Religion kommt. Und da kommt dann die Politik ins Spiel, denn die Politik ist die leitende Hand. Also sie gewichtet Umweltaspekte, gesellschaftliche Aspekte, wirtschaftliche Aspekte. Das heißt, wenn die Wirtschaft allzu sehr viel Macht bekommt und beispielsweise, wie man in China sieht, eine sehr, sehr stark explodierende Wirtschaft dazu führt, dass die Umwelt leidet, Smog, Wolken über Städten hängen, Millionenstädte aus dem Boden sprießen, die ganz, ganz schädlich für die Umwelt sind, dann ist es die Rolle der Politik, der Wirtschaft einen Drücker aufzusetzen und zu sagen, wir führen jetzt Maßnahmen, umweltschonende Maßnahmen ein, umweltschützende Maßnahmen, umweltfördernde Maßnahmen und gesellschaftlich fördernde Maßnahmen ein. Also es ist die Rolle der Politik, den Ring um das Ganze zu binden und zu gewichten, sodass alles im Einklang miteinander harmonieren kann. Also Umwelt, Wirtschaft und gesellschaftliche Aspekte. Also die Politik fördert nicht nur, sondern verhindert auch. Und deshalb denke ich, dass ein Wegfallen der Politik zu sehr unkontrollierten Entwicklungen führen. Man hat ja jetzt schon das Gefühl, wenn man sich ein wenig mit gesellschaftlichen Aspekten auseinandersetzt, dass die Wirtschaft sehr, sehr stark ist. Das wird auch durch den immerwährenden Lobbyismus gefördert, also dass wirtschaftliche Firmen Politiker bestechen, bezahlen, sponsern, um ihren eigenen Diensten da zu helfen. Und ja, man hat jetzt schon das Gefühl, dass die Wirtschaft sehr, sehr stark ist. Wenn die Politik wegfallen würde, dann würde die Wirtschaft noch ungehemmter, ungezügelter vorgehen und das würde zu massiven Einbußen in unseren umweltlichen Errungenschaften und auch in unseren sozialen Errungenschaften führen. Das heißt, ohne die Politik gäbe es sowas wie den Mindestlohn beispielsweise nicht, der ja eingeführt worden ist. Es gäbe keine Sanktionen für Bio-Produkte, also keine wirtschaftlichen Förderungen von Bio-Bauernhöfen beispielsweise, die ja auch die Umwelt schonen. Und so denke ich, dass wenn die Politik wegfallen würde, auch diese dämpfende Funktion und Lenkung der Politik wegfallen würde und soziale und ökologische Aspekte auf jeden Fall darunter leiden würden und wieder zu Urmenschen verfallen, die dann gegeneinander kämpfen. Ich muss gegen meinen Nachbarn ums Überleben kämpfen, mir die Lebensmittel sichern und so weiter. Also das ist jetzt ein Extremfall. Ich möchte jetzt nochmal erwähnen, also weil ich ja auch diese Politikverdrossenheit angesprochen habe, möchte ich noch erwähnen, dass wir in einer Demokratie ja leben und man daran auch teilhaben kann. Das heißt, wenn einem die Politik nicht gefällt, die passiert und man deshalb sagt, ich möchte mich überhaupt sowieso nicht mit Politik auseinandersetzen, das bringt ja sowieso nichts, dann denke ich, dass das falsch ist, weil wenn wir das alle denken, dann werden nur die Einfluss haben, von denen wir gar nicht wollen, dass sie Einfluss haben. Wir möchten ja selber, dass alles so passiert, wie wir das wollen und wir können also auch selber an der Politik mitmachen. Da gibt es in der Demokratie viele verschiedene Möglichkeiten. Man kann wählen gehen, sobald man 18 ist, teilweise auch 16. Du kannst demonstrieren gehen, das kannst du schon mit 15, 14, 13, noch viel jünger. Du kannst in Jugendgruppen von politischen Parteien sein, also wenn du denkst, dass die SPD super toll ist oder die CDU oder was weiß ich, die Linke, die Grüne, die Piraten, dann kannst du in den Jugendgruppen von denen aktiv sein. Du kannst Parteien beitreten später, du kannst Aufrufe starten. Ich habe selber mal einen Aufruf zum Wählen hier auf YouTube gemacht. Ich weiß nicht, ob da jemand jetzt gewählt hat, aber das weist doch auf etwas hin. Auch dieses Video hier ist eine politische Maßnahme. Man kann
ja, berichten, journalistisch vorgehen und so weiter und so fort. Also in der Demokratie gibt es da kaum Grenzen. Und so kannst du auch in der Politik dabei sein. Das heißt, du kannst Deutschland und auch die Welt so gestalten, zu einem kleinen Teil, wie du das möchtest. Und deshalb verstehe ich auch die Politikverdrossenheit nicht. Also wieso man keine Lust auf Politik hat oder wieso man beispielsweise nicht wählen geht. Aus dem Grund, dass, also dann sagt man, ja, ich gehe nicht wählen, weil alle Parteien gleich schlimm sind. Ja, da musst du das geringste Übel auswählen, denke ich. Oder selber eine Partei gründen. Das geht auch. Ist anstrengend, aber dann hast du wenigstens Einfluss. Und dann passieren die Dinge auch mehr nach deinen Vorstellungen. So, jetzt muss ich sogar den Zettel umdrehen, den ich hier vorbereitet habe, um zum Fazit zu kommen. Also, ich denke, auch wenn viele Aktionen von Politikern bzw. Regierungen und der Politik uns wünschen lassen, dass es ja sie nicht gäbe, die Politiker, Regierungen und die Politik, ist die Vorstellung, dass es sie nicht gäbe, trotzdem sehr beängstigend. Beispielsweise ja, in ihrer Schutzfunktion vor dem ungezügelten Wüten der Wirtschaft, das ich ja beschrieben habe. Also muss man selber aktiv werden, um der Politik ein bisschen weiterzuhelfen. Das war jetzt eine Folge, in der ich sehr, sehr stark dazu aufgerufen habe, dass man selber an Politik und an politischen Vorgängen teilnimmt. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und ihr denkt da vielleicht mal drüber nach. Ich würde mich mal wieder über Was-wäre-wenn-Fragen freuen. Also einfach Hashtag WAWW in die Kommentare ballern. Dann kommt auch euer Thema vielleicht nächstes Mal dran. Und dann freue ich mich, dass ihr so lange zugeschaut habt. Würde mich auch über eure Meinung zu dem Thema sehr freuen. Das war in der letzten Folge nicht so ausgeprägt. Also es haben nicht so viele Leute irgendwas dazu geschrieben. Da würde ich mich sehr freuen, wenn ihr eure eigenen Erfahrungen zum Thema Politik und so weiter in die Kommentare schreibt. Ich würde mich über eine Bewertung freuen und dann sehen wir uns, denke ich, Dienstag bei einem League of Legends Video oder in einem Stream vorher, bin ich mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall wünsche ich euch einen wunderschönen Abend.